Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der neue Honda Jazz. Letztes Jahr komplett neu aufgelegt. Heute wollen wir mal herausfinden, was die in Anführungszeichen tolle Kiste denn so kann. Denn er soll besonders variabel sein, sehr clever, kompakte Abmessungen und ein besonderes Antriebskonzept hier unter der kleinen Motorhaube, nämlich ein Vollhybrid. Das heißt, das Fahrzeug kann nur sehr kurze Strecken unterhalb von 5 Kilometern elektrisch zurücklegen. Er muss nicht aufgeladen werden und wir haben noch einen Verbrenner an Bord. Also sehr interessante Kombination. Und da wollen wir herausfinden, was der Wagen im Alltag verbraucht. Und aus dem Grund geht es auf unsere Verbrauchsrunde. Bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn mit VMAX, 140 Stundenkilometer, 10% Stadtverkehr. Und während der Fahrt gebe ich euch natürlich noch die wesentlichen Infos zum Honda Jazz und einen Fahreindruck, am Ende die Endabrechnung und was er kostet, sowie eine persönliche Meinung von mir zum Fahrzeug. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt dran, abonniert diesen Kanal, damit ihr meine Arbeit honoriert, liked das Ganze für den Algorithmus und am Ende unten kommentieren, damit wir am Ende des Videos miteinander kommunizieren können und diskutieren können über den Honda Jazz. Also jetzt viel Spaß mit Verbrauchsfahrt und Videovorstellung zum Honda Jazz. Mit einer Länge von 4,09 Meter beim Crossstar und einer Breite von 1,96 bzw. einer Höhe von 1,56 entspricht der Honda Jazz dem üblichen Kleinwagenmaß und somit hat er als Mitbewerber hier unter anderem im Feld den Skoda Kamiq, den Seat Arona, Ford Puma oder den Opel Mokka. All diese Modelle habe ich euch bereits vorgestellt hier auf dem Kanal. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommen wir aber wieder zum Crossstar oder beziehungsweise zum Honda Jazz. Der hat Crossstar, eine erhöhte Bodenfreiheit auf 152 mm, sind dann auch mal kurze Ausflüge auf einen unbefestigten Weg gut möglich, ohne dabei Angst um irgendwelche Schäden am Unterboden haben zu müssen. Der Honda Jazz kommt extrem freundlich daher, gerade die Front entspricht so dem menschlichen Gesicht mit den Voll-LED-Scheinwerfern so in Augenoptik und der kleine Kühlergrill mit der Chromspange entspricht dann eher so einem lächelnden Mund. Ich finde, das ist sehr freundlich, macht das Ganze auch unheimlich nett oder niedlich fast schon so ein bisschen. Das Heck ist dagegen dann etwas bieder gestaltet, sehr unauffällig. Auch die Rücklichter sind dann nur Teil-LED. Bei den Frontscheinwerfern ist es Voll-LED bereits ab Werk serienmäßig. Die wahre Magie des Honda Jazz kommt allerdings erst im Innenraum zum Einsatz, nämlich mit den Magic Seats. Die erweitern den Standard-Kofferraum, das Standard-Kofferraumvolumen von 298 bis 1199 Liter um einen cleveren Trick. Die Sitzfläche im Fond lässt sich nämlich aufstellen und aufklappen und so können dann sogar Fahrräder oder Rollstühle oder eben längere Gegenstände oder höhere Gegenstände wie zum Beispiel eine Topfpflanze ideal transportiert werden im Fond. Das macht den Wagen unheimlich variabel. Die Platzverhältnisse auf der Rückbank sind zudem ebenfalls sehr luftig. Also es gibt genügend Kniefreiheit oder Kopffreiheit. Leider fehlen auf der Rücksitzbank eine Mittelarmlehne oder Luftausströmer. Dafür gibt es aber zwei USB-Anschlüsse und ISOFIX an den Außenpositionen. Das Cockpit des Honda Jazz ist ja eher vanartig gestaltet. Also wir haben eine riesige Windschutzscheibe, die sehr flach steht. Wir haben eine zweigeteilte A-Säule mit einem großen Dreiecksfenster. Die Rundumsicht im Honda Jazz ist hervorragend. Die Sitze sind angenehm bequem, könnten aber eine Lordosenunterstützung benötigen. Zudem ist der Beifahrersitz leider nicht höheneinstellbar. Wirklich gut umgesetzt hat Honda die Verarbeitung und die Materialauswahl. Da muss man sagen,
richtig großer Daumen nach oben. Das Auto ist sehr hochwertig im Innenraum, vor allem wenn man so ein bisschen auf Details achtet, wie das Klicken der Drehregler von der Klimaautomatik oder am Multifunktionslenkrad die Tasten, die auch weiß hervorgehoben sind. Da gibt es auch keine Touchflecken auf den Knöpfen. Hinter dem Zwei-Speichen-Lenkrad befindet sich dann ein großes digitales Kombi-Instrument. Auf der einen Seite haben wir dann den Akkustand, auf der rechten Seite den Füllstand des Benzintanks und das Display zeigt uns zahlreiche Informationsmöglichkeiten an, die wir dann über das Multifunktionslenkrad einstellen können. Das 9 Zoll Mediasystem hier von Honda bietet sogar einen eigenen Sprachassistenten. Die Navigationskarte ist allerdings eher rudimentär von der Auflösung. Apple CarPlay oder Android Auto, eine Empfehlung meinerseits zur Nutzung. Durchaus als komplex zu betrachten ist der Hybridantrieb hier im Honda Jazz. Trotz der Komplexität muss man sagen, fährt er sich sehr unkompliziert, denn man merkt von dem Regelsystem, was dahinter alles passiert, sehr wenig und man muss auch gar nichts einstellen. Das macht alles das System bzw. die Elektronik selbstständig. Entweder der Motor treibt die Vorderachse selbst an oder aber in den meisten Fällen tut der Motor über einen Elektromotor, der als Generator fungiert, eben Energie in die Batterie einspeisen. Aus der Batterie wird dann durch den großen Elektromotor die Kraft entnommen und an die Vorderachse geleitet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben direkt elektrisch zu fahren. Das heißt, der große Elektromotor zieht direkt aus der kleinen Antriebsbatterie Strom für die Fortbewegung. Besonders effizient arbeitet das System natürlich eher über Land bzw. in der Stadt. Es gibt lediglich für uns hier zum Eingreifen in das System einen sogenannten B-Modus, mit dem wir dann die Rekuperation erhöhen können. Wirkliche Rekuperationsstufen gibt es allerdings nicht. Der Motor hat eine Leistung von 98 PS und der große Elektromotor, der auch dann die Hauptleistung bringt, hat 109 PS. Das ist gut für 9,9 Sekunden von 0 auf 100 oder aber eine Höchstgeschwindigkeit von 173 Stundenkilometer. Normalerweise arbeitet die Antriebseinheit sehr unauffällig und ruhig. Wir haben auch nämlich eine sehr gute Geräuschdämmung, gerade was Windgeräusche angeht oder eben die Antriebsgeräusche. Einzig die Abrollgeräusche von den Dunlop EnerSafe Reifen, die sind sehr laut, muss man sagen. Wir haben jetzt hier stürmisches Wetter, deswegen natürlich auch hier die Windgeräusche, die etwas lauter sind. Am lautesten kann allerdings der Motor schreien, wenn man denn einmal wirklich Vollgas gibt. Dann hört man ihn doch sehr laut. Das stört dann durchaus den eher doch Gesamteindruck, den man hier so vom Antrieb bekommt. Vor allem, man bekommt so ein bisschen Angst um das kleine Motörchen. Doch Honda arbeitet ja bereits schon seit langem an Hybridantrieben und die sind auch höchst zuverlässig. Also keine Sorge, wenn der Motor etwas gequält wirkt. Hier steht wieder einer der Gründe, warum ich diese Tätigkeit hier auf YouTube für euch so liebe. Der Honda Jazz hat mir gezeigt, dass man auch auf kompakten Abmessungen ein unheimlich variables, tolles Auto konzipieren kann und dass der Hybridantrieb tatsächlich in der Lage ist, wunderschöne Verbrauchswerte zu zaubern. Ja, angegeben ist er mit 4,8 Litern, wo man erst einmal denkt, gemäß WLTP, oh, das ist bestimmt ein Fabelwert. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe es bewiesen hier, 4,7 Liter laut Bordcomputer und 4,5 Liter nur gemäß Tankung. Das heißt, Aktionsradius mit dem 40 Liter Kraftstofftank liegt bei über 880 Kilometern. Tada! Herzlich willkommen, Honda Jazz auf Platz 1
in meinem persönlichen Ranking. Was kostet aber der Spaß? 26.800 Euro kostet der Honda Jazz hier als Crossstar mit diesem Offroad-Beplankungspaket. 1.090 Euro kostet dann die Zweifarblackierung und dann gibt es noch ein LED-Illuminationspaket für auch nochmal 1.090 Euro. Und dann ist der Listenpreis eben des Testwagens bei rund 29.000 Euro. Das ist schon eine Stange Geld für einen Kleinwagen, muss man sagen, wenn man ihn in Relation setzt mit deutlich größeren Autos, weil eben die Platzverhältnisse so gut sind, dann ist das wiederum ein passabler Preis. Ich würde aber den Crossstar weglassen, das heißt also, ihr nehmt nur die Executive-Variante, dann ist der Einstiegspreis bei 25.150 Euro, also 1.650 Euro günstiger. Ihr bekommt dann einen toten Winkelassistenten, ihr bekommt einen Ausparkassistenten und ihr bekommt die Lenkradheizung, denn die werden komischerweise beim Crossstar einfach gestrichen. 22.350 Euro ist übrigens der Einstiegspreis für den Honda Jazz. In meinen Augen ein wirklich völlig unterschätztes Fahrzeug und dem gebührt mehr Aufmerksamkeit. Einfach hier in Deutschland unter anderem. Deswegen auch mein Video und mein Appell. Schaut euch den Honda Jazz an. Ich bin mir sicher, wer ihn mal gefahren hat, der wird ihn auch ins Herz schließen. Okay, wenn man eine Fahrernatur ist, das heißt wirklich so ein bisschen Emotionen vom Antrieb wartet und mehr Dynamik, dann sicherlich nicht. Aber sucht ihr ein variables Auto für euren Alltag zum Pendeln oder Ähnlichem, dann ist der Honda Jazz eine echt gute Alternative. Nur schade, dass die Bundesregierung Vollhybride einfach nicht fördert. Das ist so wirklich mein höchster Kritikpunkt, den ich aber eben nicht dem Honda Jazz anlasten kann. Jetzt seid ihr aber dran. Schreibt mir mal unten in die Kommentare eure Meinung zum Honda Jazz. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir den Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann freue ich mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf dem Kanal wiedersehen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.